crazy, Digga. Wo willst du denn hinzwimmen? Richtig unverdient, ja, ey. Er springt und, ja. Jetzt fahre ich hier lang. Das war ein Fehler. Oh nein, ey. Oh. Ja, aber es sind ja Säugetiere, die müssen ja nur mal irgendwann an eine Luft kommen. Mit so einem Baby, dann nimm das Baby einfach in die Zange und halten das so lange unter Wasser, bis es ertrinkt. Du hast alles Mögliche und die treffen, als hätten die einen Aimbot. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Cringe Bosser wieder am Start. Heute eine Map von Nilesoft. Wir küssen dein Herz. Ein Obstsalat, sprich ein Obstacle Wall. Für Profis 25 bis 30 Minuten. Für Normalos 45 bis 90 Minuten. Ich würde sagen, wir rasieren diese Map hoffentlich. Die wird brutal krank. 6%. Sie wurde nur von Profis gespielt. Also bisher nicht von uns. Lich und Deko. Estalaba, hallo Muchachos und Habedere. Obstsalat. Auf geht's! Einen hoffentlich richtig geilen Hindernis-Wallride. Einfach eine meiner Lieblingsformate bzw. Map-Arten. Freue mich schon richtig drauf. Auf geht's, let's shape, Junge! Digga, du hast dich angehört wie bei Tekken. Fight! Final Round. Fight! Hast du das neue Tekken schon gesehen? Das sah ja auch richtig brutal aus, ey. Was? Ich musste, glaube ich, in Tekken mal wieder Tekken reingehen. 8, meinst du? Das neue? Ich glaube, es war Tekken 8, ja. Also hätte ich ja auch mal Bock drauf. Können wir vielleicht auch machen. Vielleicht so für Livestream oder sowas. Ist ja also auch am PC. Ja. Gibt's auch auf dem PC, echt? Ich glaube, Tekken 8 habe ich auch am PC gesehen. Crazy, Digga. Wo willst du denn hinzwimmen? Wie geht denn der Bums eigentlich? Ich verkackte. Ja, war, glaube ich, schon richtig von dir. Ja? Seite drehen. Okay, aber der hat nicht ganz funktioniert, der Bums. So, vielleicht so. Ey, Tega, bleib doch mal da stehen. Mach mal einfach, ich bleib am Anfang stehen, du mieser Lachs. Okay, guck mir zu. Ja, ich guck dir zu. Wie ich schaffe. Okay. Ich hab dich jetzt wirklich in der vollen, ja? Ja, du springst, ja, und. Und. Ja. So. Hey! Richtig unverdient, ja, ey. Er springt und. Ja. Hast du gesehen, richtig, Digga? Hast du gesehen? Richtig unverdient, ey. Hä, aber einfach Todes. Richtig profimäßig, ey. Oh mein Gott. Aber wo hast du verkackt, Brudi? Ja, fahr doch weiter, dann siehst du. Erstmal muss ich an den Wall kommen. Er schafft schon wieder dran. Ey, wie? Digga! Das erste Ding ist direkt richtig bockschwer, Alter. Scheiße! Bockschwer? Willst du dich verarschen? Digga, warum ist er jetzt ein NPC? Geht das auch so? Verpiss dich. Nein, gibt's nicht. Der steht genau deinem Eingang, ey. Dieser miese Hannes. Ja, so. Ja, und jetzt ist er noch mehr raufgeschmettert. Warte, ich kick ihn. Ja, wir müssen ihn wegschieben jetzt. Digga, der ist auch. Ey. Okay, wenigstens geht die Armodus an. Aber fick dich. Hey, wieso beschwerst du dich? Ich hab den Lachs so entfernt, ey. Deko, hör auf. Deko. Wenn er so still ist, dann heißt es immer. Nein, ich hab verkackt. Oder? Ja, endlich das erste Mal. Wir hier, ey, nach unten fahren. Dann, aber ich glaube, du kannst schon direkt unten fahren, oder? Oder so unten bleiben, glaube ich, bei dem Ding. Aber das müsste ich checken. Das habe ich jetzt die ersten zwei Tries nicht hinbekommen. Der Spawn ist auch richtig weird, ey. Also, der Anfang ist schon mal knackig. Hä? Aha. Wieso bekomme ich jetzt den Speed nicht, wenn ich da oben. Ah, ich glaube, ich muss mich echt so nach unten ausrichten. Ja, okay, ich hab's wieder. Ich fahr unten. Und dann nach oben. Yeah, Baby! Gib mir Baby noch einmal. Dekorasur. Easy. Hey, yeah. Ich muss rasieren. Oh nein. Marvin profitiert. Profitiert. Denkt. Hä? Digga, ich hab dir bisher alles vorgesagt, du Lappen. Hä? Was? Ich hab dir vorgesagt, wie man da rankommt überhaupt, Alter. Ja, ey, das ist doch klar, wie es geht. Wow, ey, du hast mir gesagt, wie man fährt. Drücke W-Taste. Wow. Digga, wir haben mir zugeschaut. Du musst. Digga, es geht nicht mehr. Ah, also von dir. Ich bekomme einen Speed, aber ich fahre einfach runter. Von dir habe ich jetzt also Tipps bekommen, wo du es nicht hinkriegst. Also, ergibt nicht so viel Sinn, ja, oder? Doch. Ah, oh, fuck, ich muss wieder gerade gestellt werden. Hier, ich wollte heute ein bisschen über Tiere quatschen, Deko. Über Tiere? Okay. Ja. Ja. Denn ich war neulich im Wald. Ich war neulich wieder im Wald unterwegs. Alter, müssen wir ein bisschen langsamer fahren.
Und dann ist neben mir so eine Nuss runtergefallen, Digga. Auf der Straße erstmal, auf dem Weg in den Wald. Boah, fick mich doch. Drunter durchfahren ist aber auch nicht so easy. Ja. Deswegen, also such dir eine Sache aus. Okay, hä, willst du jetzt über Tiere reden oder über Nüsse? Ja, warte mal. Lass mich doch mal aussprechen, du Wurm, Alter. Nachdem ich das hier hinbekommen habe. Ey. Hey, Junge! Das ist echt hart, ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Und dann ist neben mir so eine Walnuss eingekracht. Ich so, Brudi, Alter, will mich denn hier umbringen? Digga, dann hat so ein... Als ob eine Walnuss, du weißt gar nicht, wie das aussieht. Dann hat eiskalt so ein Rabe, hat einfach so eine Walnuss runtergeworfen, die zum Zerplatzen zu bringen. Ah ja, Alter. Raben sind schlau. Aber wahrscheinlich war es kein Rabe, sondern eine Krähe. Ja, es war eine Krähe. Aber wo ist der Unterschied? Raben sind ungefähr dreimal so groß. Und ist ich glaube auch um einige schlauer, ja. Okay. Unter anderem ist da den Kolbraben. Digga, ist das der Raben von Koraxo oder was? Ach, Digga, verpisst euch, ihr scheiß NPCs! Es reicht doch jetzt niemals überhaupt da hochzukommen. Ey. Und? Oh fuck, Alter. Ich hab's einmal hinbekommen und danach einfach nie wieder. Ich muss erstmal hier reinkommen in den Modus. Nein, Deko. Ja, nein, nein! Oh, ein Lappen, ey. Aber jetzt ist er weg. Und jetzt ist er ein Motorradfahrer, Digga. Zum Gefährder zur Seite. Digga, hättest du nicht einfach Verkehr ausmachen können? Digga, du meinst so wie in deinem Leben, oder was? Es ist lustig, weil es stimmt. nein, stimmt nicht. Aber wäre trotzdem lustig. Ne? Ah, geil, ey. Also ich will jetzt erstmal ein bisschen weiterkommen und dann laber ich auch weiter, weil der Punkt ist gar nicht so einfach. Also, Digga, das Schwerste ist einfach hier oben dran zu kommen, Alter. Ja, das ist echt mit am schwersten. Oh, fuck, ey. Digga, was eine Scheiße, ey. Ja, der Spawn ist einfach blöd. Für uns. Nein, Deko, nein. Aber solange, ich krieg den jetzt echt so häufig hin. Ich komm da dran, der Speed löst aus, ich fahr einfach hier runter. Ey, Digga, es ist so schwierig, ja überhaupt unten runter durchzukommen, Alter. Ich hab's wieder. Geschweige denn da nach oben zu fahren. Diesmal fahr ich richtig. Ich fahr erstmal hier lang, genau so. Jetzt mach ich den Lachs. Ja. Und jetzt ist alles neu, Digga. Jetzt ist alles neu. Hier nach oben. Ey. Hier lang. Hier lang. Ja, da lang. Ich vertraue ihm. Oh nein, was ist das denn? Ich vertraue ihm, ja, ich vertraue ihm bitte. Ja. Fahr den Scheiß zurück. Ja. Den Lachs auch zurück. Jetzt fahre ich hier lang. Das war ein Fehler. Oh nein, ey. Oh, da echt zurück. Da. Ich weiß leider nicht, wo ich lang fahren muss, ey. Digga, es ist einfach unmachbar, Alter. Jetzt steht hier wieder ein NPC davor. Hey. Oh. 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 Alter, ich hab den ersten Punkt, ey. Alter Schwede, was? Oh mein Gott, ey, da musst du mich jetzt aber richtig hardcore konzentrieren. Also, du fährst... Boah, wie kann ich das beschreiben? Du fährst beim Baugerüst lang, fährst dann durch so eine Tube und dann musst du nach oben fahren. Wallwechsel, das kann ich dir mitgeben. Alter Schwede, ey. Also eigentlich wollte ich heute so ein bisschen über Tiere quatschen und wie krass doch so Tiere sein können. Aber ey, ich brauche hier einfach massivste Konzentration. Das ist so gestört, ey. Alter Schwede, ey. Ich bin zum ersten Mal unter der Scheiße durchgekommen. Ja. Wow. Pfeil zeigt nach oben. Fahr durch die Klammer durch. Hier und. Nein, über der Tube und Voidwix, ey. Oh. Ja. Ja. Oh. Oh. Nein. Ja. Nein. Ja. Was kommt hier? Okay, langsamer werden. Alter Schwede, ist das crank, ey. Oh, jetzt muss ich hier fahren, ne? Oh, hier war irgendwo ein Pfeil, ja, Fullspeed. Oh mein Gott, ey. Ja. Oh, ich bin echt schon gut weit. Was war das, Digga? Ich bekomme den Speed und bleib auf der Stelle stehen. Ja. Was kommt hier, Brudi? Was kommt hier? Ich fahr gerade super langsam. Ich glaube, es war ein Fehler. Oh. 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 Oh.
Annick. Ich hab den nächsten Punkt auch schon. Digga, second try den nächsten Punkt, ey. What the fuck, ey. Ich bin erstaunt, was für einen heftigen Skill wir an den Tag legen. Scheiße, ey. Leck mich, Deko, leck mich einfach nur. Also wirklich, der Punkt ist brutal gewesen. Digga, ich bin jetzt so konzentriert. Ich schaff's vielleicht noch nebenbei über andere Tiere zu reden und Deko kann einfach Nein! nur... Nein! Oh. Deko kann einfach nur seinen Schnecken-Smack mal von sich geben. Alter. Also du musst den ganzen Bums dann auch zurückfahren, ne? Wald wechselst du nochmal zurück und dann fährst du aber oben lang. Das ist richtig, richtig crank. Ach, hier bin ich richtig, ja? Ja, ey, Digga, das ist so eine Scheiße, Alter. Ey, der Speed löst aus und ich bekomme einfach den fünffachen Speed, ja, Alter. Ja, das hatte ich aber auch als Problem. Oh, oh, oh. Alter Schwede, also wie gesagt, der erste Punkt ist crank bisher, geht alles andere. Das kann ich dir schon mal mitgeben, also nein. Was mach ich denn hier? Ich bin jetzt bei dir. Bin ich doch gar nicht hin. Wie soll ich da langfahren? Achso, ich muss wirklich zurückfahren. Nein, ich hab verkackt. Auf jeden Fall, also wir fassen zusammen. Ein Rabe benutzt irgendwie richtig krasse Gehirntechniken, um Nüsse zu zerstören. Entweder schmeißt du die vom Dach oder lässt die eiskalt von Autos überfahren. Also schmeißt die auf die Straße und snackt die dann weg. Oder Krähe, wie Deko gesagt hat. Das finde ich ja besonders schlau, dass die eiskalt dann auch die Autos damit einbeziehen. So Hilfsmittel. Und apropos Hilfsmittel, den hatte ich jetzt nicht auf meiner Liste, auf meiner imaginären Liste. Es gibt ja sogar so einen Anglerfisch, ne, der irgendwas im Mund hat, ich glaube ein Stück Brot, um Fische dann zu angeln, um die dann zu snacken. Das ist richtig crank, Digga. Das haben sie sich irgendwie von Menschen abgeschaut. Die haben ein Stück Brot im Mund und angeln dann andere Fische. Ja, das habe ich noch nicht gesehen oder gehört. Digga, das ist richtig crank. Oder Karpfen. Das ist auch, also es schlaue Fische gibt. Weiß ich nicht. Also Tintenfische sind schlau. Aber ja, es gibt einen Fisch, der Insekten frisst. Also ich glaube, wie viele Fische. Aber der feuert. Ich fahr weg. Der feuert aus seinem Mund so eine Aquaknarre, um die Insekten runterzuschießen. Digga, und du glaubst gar nicht. Du glaubst gar nicht. Ich habe keine Ahnung wo. Du glaubst gar nicht, was der für ein krankes Aim hat, Digga. Die bewegen sich die ganze Zeit. Oh nein, fuck, hier. Ja, und du hast ja noch die Lichtbrechung vom Wasser. Du hast alles Mögliche und die treffen, als hätten die ein Aimbot an. In der Bewegung, in alles, die können einfach in die Zukunft schauen. Die haben so ein... Oh, wie heißt denn das nochmal? Was Ruffy hat. Haki? Ja, die haben dieses Zeithaki, Digga. Keine Ahnung. Observationshaki, genau. Digga, dass er einfach weiß, was passieren wird. Das ist richtig crank. Oh, Voidwechsel habe ich geschafft auf dem Rückweg. Ich fahr oben. Na, ey! Digga, dass da ein Sprung kommt, hätte ich mir doch einfach sagen können, ey. Ich dachte, also, man, also... Sprachzentrum deaktiviert. Ja, also man, ja. Man sieht doch da so ein bisschen. Ja, da siehst du gar nichts, weil da das Hochhaus im Weg steht. Sorry. Ey, Digga, ich bin jetzt einfach, um mich nicht zu überdrehen beim Hochfahren, Alter, einfach ein bisschen langsamer geworden, Alter. Ey, und bin einfach gegen die Plattform gesprungen. Ja, sorry, Mann. Ey. Ich dachte, das ist so eine. So, also ich dachte, das wüsstest du. Also was heißt wissen? Also das sieht man. Sorry. Ja, die ganze Scheiße nochmal. Aber wenn man da so hinkommt bis zum Ballwechsel, dann geht es eigentlich, ne? Also ich muss sagen, ja. Also es geht. Es gibt Cresser und Shit. Und was natürlich auch geht, ne, ich hau jetzt einfach mal weiter rein, weil Deko muss sich ja, glaube ich, konzentrieren hier. Ja, muss ich. Orcas mit den Pinguinen. Oder Orcas sind auch so richtig dreckige, also die Killerwale, so eine richtig dreckige Dinos wollte ich schon sagen, sind das Säugetiere? Ich wollte gerade sagen Wale. Eigentlich sind es Säugetiere, oder? Sind Säugetiere, ja. Die einfach Haie fressen, aber nur irgendwie die Niere oder nur das Herz, also die snacken die einfach nur an. Ich hab den Punkt. Digga, geht's nicht? Die snacken die einfach nur an. Digga, es ging jetzt aber schnell. Ja, next try. Also, nachdem ich einmal gecheckt habe, wie ich da gut unter durchfahren kann und nach oben lenke, war es eigentlich ganz gut machbar. Er hat doch geschrieben, wenn man weiß, wie es geht, ist einfach. Klassiker. Second try ist übrigens den nächsten Punkt. Die einfach irgendwelche Haie jagen und da einfach nur Niere oder Herz rausessen und den Rest dann einfach liegen lassen. Richtige Feinschmecker, ne? Oder Pinguine auf Eisschollen. Das finde ich richtig crank, Alter. Und da so welche Wellen verursachen, dass die Pinguine von der Eisscholle runterfallen und sich dann erstmal schön die Babys essen. Schön das Barbecue fertig machen. Das ist crank.
Ja, also allgemein so Orcas sind schon, Orcas haben sind schon auch scheiß, also ich glaube allgemein Wale sind wahrscheinlich ziemlich schlau. Und aber Orcas sind schon krass, Alter. Ich glaube, was sie auch also noch machen... Orcas sind auch richtig bösartig teilweise. Ja, ich glaube, die sind sogar so bösartig, dass sie sogar so Babywale auch so lange unter Wasser drücken, bis sie einfach keine... Ja. Ne? Also davon habe ich auch schon mal gehört, von den ganzen Bums. Das ist genau, das habe ich auch schon gehört. Das ist eine Jagdmethode bei denen. Dass die, das wenn crank, die so eine Walmutter finden... Ja, aber das sind ja Säugetiere, die müssen ja nur mal irgendwann an die Luft kommen. Mit so einem Baby, dann nehmen die das Baby einfach in die Zange und halten das so lange unter Wasser, bis es ertrinkt. Und die Walmutter versucht natürlich da was zu machen, aber Orcas sind ja im Rudel unterwegs. Das ist schon echt... Digga, ich echt weiß nicht, was ich hier machen muss. Hätte ich unten fahren müssen? Ja, ich verkack die Sprünge hier die ganze Zeit. Oh, fuck, ey, aber ey... Ist auf jeden Fall nicht ohne. Also mein Problem ist jetzt gerade, dass ich nicht weiß, wo ich danach hinfahren muss. Das könnte, also... Da bräuchte ich wahrscheinlich nochmal einen Pfeil. Oder ich bin wieder blind für Sprosser, das kann natürlich auch sein, dass ich deswegen nicht weiß, was gerade Phase ist. Aber das Tierreich ist schon krank, ey, muss man sagen. Also ist schon richtig, richtig crank. Es gibt noch andere Tiere. Es gibt halt auch echt viele, viele sehr, sehr intelligente Tiere. Ja, das stimmt. Es gibt auch. Das ist halt krass, gerade sowas wie Schweine oder sowas halt, ne? Ich liebe ja Insekten, ne? Ich könnte mir tausende Insekten-Dokus anschauen, da gibt's ja sicher. Also gerade im Insekten-Tierreich, Digga, was es da für kranke Viecher gibt, ne? Gibt's zum Beispiel so eine Motte, habe ich auch in so einem kurzen Beitrag gesehen, die vorgibt, als wäre sie die Ameisenkönigin. Und dann wird sie in den Bau getragen, als wäre sie so eine verirrte Ameisenkönigin. Dann wird sie von Ameisen in den Bau getragen. Und dort frisst sie dann einfach die ganzen Larven weg. Komplett, schabert alles leer, schobert alles leer und puppt sich dann und wird dann zum schönen Schmetterling, ne? Also, aber ist halt auch krass, ne? Weil, meinst du, das ist irgendwie so ein Instinkt einfach? Evolution? Ah, ey. Da war der Punkt, ey. Evolutionstechnisch? Jetzt bin ich wieder hier hinten! So evolutionstechnisch, oder meinst du, das ist echt einfach Intelligenz? Das ist wahrscheinlich. Ist so schlau, dass du den Plan schmiedest? Nein, also nein, das auf jeden Fall nicht. Also intelligent würde ich eher sagen ist, also beschreib mal oder versuch mal Intelligenz zu definieren. Also ich finde Intelligenz. Oh, wie würdest du das definieren? Also wann ist man intelligent oder ist das angeboren? Also kannst du etwas lernen? Würde ich sagen, Intelligenz ist Sachen kombinieren. Fähigkeit. Ja, er holt hier erstmal Darwin raus. Nee, schon so ein bisschen, ja. Ist ja Anpassung. Aber Darwin ist Anpassung, aber über Evolution, also über mehrere Generationen, die einfach an einem anderen Ort aufwachsen und sich dann an die Gegebenheiten da anpassen. Stück ah, ich hätte hier fahren müssen. Okay, jetzt habe ich gedacht. Jetzt ist quasi, dass ein Affe vor so einem Ameisenbau sitzt und die Ameisen haben will und dann sich denkt, oh, guck mal, dieser Stock, der passt da in das Loch ganz gut rein. Wenn ich ihn anlutsche und feucht mache, bleiben die Ameisen daran hängen. Ich schläg einfach den Stock an und steck den in den Ameisenbau. Also kombinieren. Also ja, dass man, ja, dass man kombiniert anpassen. Kombiniert anpassen, okay. Ja, das ist ja, Digga, da komme ich auch schon wieder. Da sind Menschen aber auch richtig crank, ne? Menschen. Ja, deswegen sind wir ja so erfolgreich, weil wir uns so krass anpassen können. Ja. Auch an jede mögliche Scheiße, auch an irgendwelche lebensunwürdigen Umstände und sowas. Auch an irgendwelche. Afrika kann ich dir sagen. Kaputten. Weiß ich nicht, Menschen werden überall getötet und ich weiß nicht was alles und irgendwie Digga, schafft man es trotzdem da klar zu kommen. Bin durch! Oder wie Deko sagen würde, durch! Heftig, Alter! Hätte ich nicht gedacht, dass das... Also der Anfang war brutal schwer, alles andere ging dann doch wirklich einigermaßen schnell. Letztes Ding noch, dann haben wir glaube ich einige erzählt, der Mensch zuletzt nochmal. Wenn der irgendwo in der Tundra oder keine Ahnung, irgendwo wo es wenig Wasser gibt, so wüstenähnlich, und hat er sich so Gedanken gemacht, wie könnte ich hier Wasserstellen finden? Und dann haben sie Affen gefunden, die Wasserstellen kennen. Und die haben sie gefangen, indem sie in Baumstämmen irgendwas, was sie haben wollten, hingelegt haben. Salz. Die haben dann da, stimmt, Salz war das. Und die haben dann da reingegriffen und sind aber nicht mehr rausgekommen. Genau, die greifen dann zu mit der Faust da rein, greifen das Salz und dann ist die Faust aber so groß, dass durchs Loch nicht mehr rausgeht, aber sie sind nicht so schlau, das Salz dann loszulassen. Oder was heißt, sie sind nicht so schlau, sie sind wahrscheinlich aber zu gierig. Wenn das Salz nicht loslassen, dann stecken sie da fest. Und dann können Menschen ankommen und können sie, ne, weil die immer feststecken. Ja. Und können dann abgreifen festhalten. Und dann werden die festgebunden und dann werden die ausgetrocknet, dass sie richtig Durst kriegen.
Ja. Und dann lässt man sie los und dann laufen sie zur nächsten Wasserstelle. Krank? Also wie kommt man auf sowas, oder? Wie kommt man auf sowas? Ist schlau einfach, ey. Das ist einfach super smart, ey. Ich find sowas richtig geil. Ja, musst du sagen, ob du noch die Map beenden willst, oder? Wie bist du noch? Bei welchem Punkt bist du? 14 von 22. Also hast du ja auch den nächsten Ballride? Ja, schon zwei würde ich sagen. Ja, dann ist das jetzt der letzte Punkt. Da musst du eigentlich nur wissen, wo man langfahren muss. Und das Schwierigste, eigentlich das einzig Schwierige ist hier, dass du gleich in die Tube fahren musst, wo du einen Richtungswechsel machst. Fahr wirklich ganz oben und ganz am Ende musst du dann einlenken. Hier fährst du jetzt nach unten. Stille. Hier fährst du nach unten. Weiter oben fahren. Ja, und jetzt nimmst du den oberen. Den oberen, ja. Und jetzt kommst du auch in die Tube rein. Oberin war doch einer von Game of Thrones. Ja, das sieht gut aus, könnte was werden, ja. Du musst richtig, ja, ja, sehr gut, okay. Du fährst den Weg zurück und nach den Toren fährst du unten. Nach den Toren unten. Das ist ein Emschi. Oh. Und jetzt, ja, kommt gleich wieder, ja, mach den und danach kommt ein Weitsprung nach oben. Hast es. Ist durch. Nice, Digga. Ich fand die Map cool. Also, sie hat mich am Anfang echt aufgeregt. Ja. Aber. Also, der Spawn war eben schwierig für uns, ne? Ja, nicht. Also, ja, der Vault hat mich aufgeregt. Aber eklig fand ich wirklich, dass da unter durchfahren und dann so nach oben lenken. Der Spawn hat mich ein bisschen getriggert, weil es einfach nervig war, dass man da so selten rankommen ist, oder? Aber. Verkackt hat. Offiziell sind wir jetzt Profis. 20 bis 25 Minuten, obwohl wir für den Anfang echt brutal lange gebraucht haben. Aber alles andere, Deko. Second First Try jetzt hier beim zweiten, davor auch. Also läuft. Dankeschön, Nille. Gerne mehr Hindernis-Walls. Wir lieben es. Kuss geht raus. Habt noch einen wunderschönen Tag. 30% beim Merchandise. Abgreifen, Triebwerk und. Was sind Tiere, supporten. Die ihr faszinierend findet, Muchachos? Genau. Das mal in die Kommentare. Auch noch ein paar Storys rein. Falls ihr vielleicht eine Begründung habt dazu. Küsschen. Ciao, ciao. Bye, bye. Ja. Er springt und ja.